Karfreitag, der 10. April 2009. Hier ist Viersen TV News. Um 0.48 Uhr gingen fast zeitgleich mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr in Viersen ein. Das ist auf einem Bauernhof östlich des Viersener Stadtteils Bosheim brenne. Ein Lokführer, der in der Nähe gelegene Bahnstrecke Viersen-Venlo befuhr, ein Autofahrer und ein Spaziergänger sahen die Flammen in den Himmel schlagen. Die Feuerwehr rückte sofort mit starken Kräften zu einem Reiterhof an der Straße Pelsheide aus und war bereits 6 Minuten später mit ersten Fahrzeugen vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand eine etwa 10 x 30 Meter großes Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, konzentrierte sich aber parallel darauf, dass die Flammen nicht auf das etwa 10 Meter entfernte Wohnhaus und ein weiteres Gebäude übergriff, in dem mehrere Pferde in Boxen standen. In dem letztlich ausgebrannten Gebäudetrakt verendeten 3 Pferde. Landwirtschaftliche Maschinen in vermutlich 6-stelligem Wert wurden ebenfalls völlig zerstört. In einer an der rückwärtigen Längsseite angebauten Remise waren zahlreiche Stroh- und Heuballen gelagert, die ebenfalls ein Raub der Flammen wurden. Noch am späten Vormittag waren Feuerwehrleute damit beschäftigt, unter Atemschutz das glühende Heu und Stroh mit Radladern aus der Remise auf ein freies Feld zu bringen, wo es weiter abgelöscht wurde. Die B7, Verbindungsstraße Dülken-Bosheim, musste wegen der für die Löscharbeiten notwendigen Schlauchleitungen zeitweise bis gegen Mittag gesperrt werden. Aufgrund der Lage des Reiterhofs musste die Feuerwehr über sehr weite Wegstrecken die Löschwasserversorgung herstellen, weshalb aus allen Stadtteilen Kräfte mobilisiert werden mussten. Bis zu 12 Trupps mussten aufgrund der Rauchentwicklung mehrfach unter schwerem Atemschutz die Löscharbeiten durchführen. Nach ersten Feststellungen eines Sachverständigen liegt Brandstiftung vor. Der Gesamtschaden liegt geschätzt bei mehreren 100.000 Euro. Noch in der Nacht nahmen Polizeibeamte einen jungen Mann vorläufig fest. Es handelt sich dabei um einen 17-jährigen Schwalmtaler, der bereits mit mehreren Bränden in den zurückliegenden Wochen im Bereich Schwalmtal, Süchteln und Bosheim in Verbindung gebracht wurde. In seiner Vernehmung am heutigen Vormittag hat der Jugendliche die Brandlegung zugegeben. Ein 64-Jähriger aus Viersen befuhr gegen 18.45 Uhr am Montag die Burgstraße in Richtung Goethersstraße. Nach dem Queren der Lindenstraße übersah er eine von ihm links kommende und auf dem Radweg Lindenstraße in Richtung Freiheitsstraße fahrende 20-jährige Zweiradfahrerin, ebenfalls aus Viersen, und erfasste diese frontal. Die junge Frau wurde schwer verletzt per Rettungswagen einem hiesigen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Es entstand geringer Sachschaden. Am Dienstag war ein 29-jähriger Mitarbeiter der Niederrheinwerke Viersen mit Wartungsarbeiten an Straßenlaternen auf der Süchtelner Straße beschäftigt. Dazu hatte er seinen LKW auf dem Parkstreifen abgestellt und war mit der Hebebühne bis auf der Höhe einer Straßenlaterne hochgefahren. Zu seiner Absicherung hatte er eine Pylone auf die Straße gestellt. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus München-Gladbach über die Süchtelner Straße in Richtung Freiheitsstraße. Nach eigenen Angaben übersah er aufgrund der Sonneneinstrahlung die Arbeitsbühne über der Straße und stieß mit seinem LKW-Aufbau gegen den Arbeitskorb. Durch den Aufprall erlitt der Arbeiter so schwere Verletzungen, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von wenigen 1.000 Euro. Mit viel Aufwand gelang es 2 jungen Männern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an das gut gesicherte Leergutlager eines Getränkemarktes an der Freiheitsstraße zu gelangen. Um 1.40 Uhr sah eine Motorradstreife 2 Radler, die mit insgesamt 5 Leergutkästen bepackt über die Krefelder Straße fuhren. Angesichts der drohenden Entdeckung radelten beide in verschiedene Richtungen davon. Eine der beiden, einen 20-jährigen Viersener, konnte der Polizeigradfahrer stoppen. Seine ursprüngliche Aussage, dass er nur so mit 2 Leergutkästen herumfahre, korrigierte er schnell. Er gab zu, gemeinsam mit seinem Kumpel die Kästen an einem Getränkemarkt an der Freiheitsstraße gestohlen zu haben. Auch ein über 4 Meter hoher und mit Stacheldraht
versehener Metallzaun reichte offensichtlich nicht aus, den Diebstahl von Leergut im Wert von wenigen Euro zu verhindern. Das diebische Duo erwarte nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls. Am 4.4.2009 wurde einer Kundin in einem Geschäft auf der Hauptstraße aus ihrer Handtasche die Geldbörse gestohlen. Für den Dieb kam ein junger Mann in Frage, der sich als einziger weiterer Kunde in dem Geschäft aufgehalten hatte. 4 Tage später erkannte die Zeugin, die ebenfalls in dem Geschäft war, den mutmaßlichen Täter auf der Straße wieder und rief die Polizei. Beamte der Polizei Viersen nahmen den 26-jährigen Viersener vorläufig fest. Er hatte mehrere neuwertige Brillen und eine Armbanduhr in seiner Kleidung, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Überprüfungen ergaben, dass die Armbanduhr und einige der Brillen in Viersener Geschäften gestohlen worden waren. Bei weiteren Brillen laufen die Recherchen noch. In seiner Wohnung fanden die Polizisten bei der Durchsuchung zahlreiche neue Kleidungsstücke, die noch mit Preisschildern versehen waren. Auch bei diesen Teilen besteht der Verdacht, dass sie gestohlen sind. Der 26-Jährige ist drogenabhängig und erst seit wenigen Monaten wieder in Freiheit. Nach seiner Haftentlassung ist er bereits wieder mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Betäubungsmittelverstößen aufgefallen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München-Gladbach heute Haftbefehl wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls. Gestern kam es in einer Firma an der Helmholtzstraße zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Arbeiter aus Brüggen wurde von einem herabfallenden Eisenträger getroffen. Der Mann erlitt schwere Beinverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Unfallermittlungen dauern an. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.